Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Rossmann-Haul und ich würde auch sagen, reden wir gar nicht lang rum, sondern beginnen direkt mit dem Video und let's go! Und fangen wir an bei dekorativer Kosmetik bzw. Okay, ich bin das ist eigentlich ist sowieso eh nur ein kleiner Schminkhaul diesmal. Zwar hat Essence eine neue Limited Edition rausgehauen und zwar Melting for Ice Cream Limited Edition und perfekt zum Sommer passt sie. Und die schreien halt auch einfach wirklich literally in der Sommer. Und da haben wir einmal diesen wundervollen Blushleiter. Ich finde es so schön und der ist halt so leicht glitzerig. Ich mache den einmal auf. So schaut er aus. Also außen ist er halt dann so weiß, dann hat man hier drin so ein Eis. Halt passend zum Namen der Limited Edition. Und von dem Eis, die Waffe ist auch so Goldglitzer. Und dann halt nochmal so ein rosa Glitzerton von dem Highlighter. So richtig, richtig cool. Also das ist dann eher so ein dann eben Blush, weil es ist ja Blushleiter, das andere eher Highlighter. Und mega nice, stelle ich mir richtig, richtig cool zusammen. Man braucht halt gar keinen Blush. Da hat man Blush und Highlighter direkt in einem. Liegen wir und ich bin sehr, freue mich sehr, das zu benutzen. Gucken, wie das so performt wird. Ich finde, mein First Impression Make-up Look schenkt mir noch Bock auf. Lasst mich das wie immer sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar habe ich einmal noch so einen Lip Scrub mitgenommen aus dem Edition. Die Lip Scrubs. Ich habe immer von Lush sehr gerne, die benutzt auch, wenn die immer etwas teurer waren. Aber Lush ist ja auch Handmade Cosmetics. Und ja, das ist die 01 Mr. Nice Guy. Gab ja auch nur eine Richtung und with Strawberry. Und ich mache das jetzt einfach mal aus. Lippenpeeling mit Erdbeere, Pilzsamt mit Zucker für super weiche Lippen. An einem kühlen Ort aufbewahren, steht da. So schaut das aus. Okay, ich mache das jetzt mal auf meine Hand. Gibt auch leichte Farbe ab. Es riecht so gut, ne? Es riecht einfach, kennt ihr von The Body Shop damals diese Lip-Dinger, die ihr hattet in so einer Tube? Genauso riecht das, wirklich eins zu eins genauso. Und ich hatte von Body Shop ja auch mal so mehrere Lippenprodukte und das riecht wie diese. Es gab ja von Body Shop solche, auch in so einem Döschen und in so einer Tube. Und es riecht aber vor allem, wie diese Dinger, die meine Mutter immer hatte, immer geschenkt bekommen von Body Shop. Die hat so oft was von Body Shop geschenkt bekommen, auch wenn so Gutschein oder so. Und hat sie immer diese, so Lippenpflege und hat so, hat eine leichte Farbe auch abgegeben in so einem Döschen. Und genauso riecht das einfach, Leute. Ich wünschte, ihr könntet das gerade riechen, das riecht so echt heftig. Und dann kommen wir zu zwei Lippenprodukte, zwei Lippies. Und zwar haben wir hier einmal den pH Reacting Lip, die pH Reacting Lip Cream in der Farbe 01 Soft Sweet and Creamy. So schaut das aus. Halt so ein Swirl-Toner, so rosa und weiß. Richtig, richtig pretty. Und bin ich sehr gespannt, das auch auf den Lippen auszutesten. Und jetzt kommen wir auch zu der nächsten Farbe. Und das ist, es gab auch nur zwei, so ich habe dann beide ergattern können. 02 Vanilla La Love, der Name ist auf jeden Fall richtig cool an. Und ich hoffe, das Produkt ist genauso cool. Mit Vitamin E steht, sehe ich hier gerade, und Delicious Vanilla Scent. Pflegende, pH-reagierende Lippencreme. Also je nach pH-Wert ändert sich die Farbe. Intensiviert die natürliche Lippenfarbe, verleiht sanften Glanz mit Vitamin E und köstlichem Vanilleduft. Und das ist halt dieser Ton hier. Und ist auch sehr cool. Aber ich finde, also ich stelle mir halt den hier noch krasser vor. Aber freue ich mich sehr drauf auf beide. Und dann sliden wir direkt zu Catrice. Da habe ich auch ein paar Produkte mitgenommen. Und zwar habe ich von Catrice, die haben auch eine neue Limited Edition rausgebracht, die Limited Edition Wild Escape. Und da habe ich einmal so einen Glowy Bronzer und Highlighter mitgenommen. 10:01 Whiteside. Und so schaut das erstmal außen aus. Richtig, richtig edel mit diesem Gold. Das finde ich voll hübsch. Und jetzt machen wir das Produkt mal auf. Wait. Das Teil. So. Ich muss erstmal das abmachen außenrum. So schaut das aus. Und wir haben einmal hier so goldenen Schimmer. Also das ist dann eben Highlighter. Und das andere ist halt Bronzer, das Braune. Voll nice. Also stelle ich mir so hübsch vor im Sommer. Und hier ist dieses Plastikding, das machen wir ab. Genau, es hat noch einen Spiegel. Und es ist echt richtig, richtig
hübsch und ich freue mich da so, so sehr drauf. Oh mein Gott, ich kann es nicht in Worte fassen. Und ja, liebe mir, es wird man bestimmt safe im Urlaub oder so oder auch generell im Sommer, es wird mein treuer Begleiter werden. Gucken, ob es vielleicht sogar in meine Favoriten schafft. We will see, bin ich gespannt drauf. So, wie das sein wird. Dann habe ich noch drei weitere Produkte von der Limited Edition mitgenommen. Und zwar einmal hier, das ist so ein flüssiges Rouge. Und zwar, also eben so ein Liquid Blush. Also auch sehr interessant. Und das ist in so einem Fläschchen kommt das. Und ja, habe ich jetzt so noch nie gesehen tatsächlich. Und die Farbe ist auch richtig arg schön. Das ist halt so ein rosa Glitzer. Und ich finde generell diesen White Escape, also diesen ganzen Leoprint und Safari-Dings angelehnt, finde ich richtig, richtig cool. Und mal gucken, wie das Produkt sein wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist die 10, 1002 Wilderness. Und ja. So, und dann kommen wir zu einem weiteren Produkt. Das ist eben genau dasselbe, nur eben noch in einer anderen Farbe. Und zwar ist es die 1001 Rare Adventure. So schaut das aus. Voll hübsch. Also ich finde beide, mal, ich bin sehr, sehr hübsch und auch beide. Ich finde beide Packagings voll, voll schön. Beide Farben. Und freue ich mich sehr drauf. So, dann kommen wir zu dem letzten Produkt von der Limited Edition, auch von diesem Haul. Und zwar habe ich dann noch aus der Limited Edition so ein Lippenprodukt mitgenommen. Und zwar High Shine Lipstick Pen Lippenstift. Das ist jetzt 1002 Purely Savage. Steht mich am meisten angesprochen, die Farbe. Es gab noch weitere Farben. Und ja, finde ich auch sehr hübsch. Und das ist einfach ein richtig knalliges Quietschpink. Also wirklich, da freue ich mich richtig, richtig drauf. Und ich zeige das euch mal kurz. So sieht das aus und ich swatche das einmal kurz. Okay, so sieht das aufgetragen aus. Das ist auf jeden Fall echt heftig pigmentiert und ja, freue mich auch sehr auf den Lippen auszutesten.